Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Teil ETS 2 Multiplayer. Heute zusammen mit dem Sven. Hallo. Wir sind heute auf dem Weg von Bergen nach Esberg. Eine kleine kurze Tour. Stehen ja schon schön am Rand unserer Ladung, so bei den gleichen Auflieger. Besser geht's gar nicht. Sieht richtig schnicker aus. Ja, Sven, dann schiebe ich gerade mal noch meine Tabliste nach oben. Und dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Wie ihr hört, meine lieben Matrosen, habe ich ein neues Mikro. Ich hoffe mal, der Ton ist jetzt ein bisschen besser. Und ja, dann let's go. Lass mal Licht ausmachen. Licht ausmachen. Gut. Ja, es ist eine 6 Uhr. Ja, eigentlich bis 7, aber egal. Passt schon. Ich habe Standlicht noch an. Da mache ich auch immer. Sollen sie nicht so anstellen. Was hattest du noch mal geladen? Warte, ich muss erst sechs. Düngungsmittel. Düngungsmittel. Ja, ich fahre Kupferdachrinnen. Mal gleich ein schönes Stück Landstraße vor uns. In Dänemark. Weiß ja, ne? Wie viel kosten die Brötchen in Dänemark? Weiß es? Eine Mark. Ja, eine Mark. Oh. Eine Mark. Aber da bin ich jetzt gerade so drauf gekommen. Ich musste gerade echt überlegen, weil ich kannte den Spruch nicht. Nee, kannte ich nicht. Ich werde jetzt echt überlegen, was passt denn da? Mark, Dänemark? Ah ja, eine Mark. Der echte Fernbusfahrer. Ja, warum fährst du denn ETS? Naja. Weil Fernbus scheiße ist. Weiß ich nicht. Ich wollte es mir kaufen, aber ich habe es dann doch gelassen. Hast du dir die Videos von Gronkh angeguckt? Nee. Mach das, du lachst Tränen. Du bist am Tränen lachen, das ist so geil. Weil der hatte einfach so keinen Bock. Vor allem die letzte Folge, die finde ich mit am besten. Die ist richtig krass. Ich habe hier schon wieder solche Lags, ey. Das ist so zum Kotzen. Diese Kacke hier mit diesem Grafikbug. Mann, ey. Ich weiß nicht, woran es liegt. Alles gemacht. Grafiktreiber aktualisiert, Spiel neu installiert. Alles neu installiert, nichts geändert. Das ist doof. Ja. Vielleicht wird es gleich drüben besser. Oh, die Bremsen, die sind ja Burner, ne? Ah, gut. Gut, dass du es sagst, weil sonst wäre ich jetzt bis zu dir durchgefahren. 1793 Euro, ey, das ist ja Wura. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Mach nach auf. Trucker frei, ich stehe in dir drin und kannst losfahren. Machen wir das doch. Oh, ich muss mir den Abstand halten. Ach, wir fahren ja direkt gerade dran, ist gar nicht Norse. Ich habe gestern eine Mod gesehen von auch ein paar Spielern, die sind alle mit einem farbigen Auflieger rumgefahren, komplett farbig. Und da habe ich mir die Mod jetzt mal rausgesucht. Ist wieder so von so einer türkischen Seite, ja, wo ich auch die anderen her habe. Da steht drinne, wenn ich das jetzt über Google Translator oder bei Bing Translator übersetzen lasse, kommt immer was anderes raus. Dann steht da erst Singleplayer, dann Multiplayer sichern, dann Dateien retten. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, was der da übersetzt. Na, ich hatte mir da jetzt in Blau einen rausgesucht und so, dass es eventuell dann zur Firmenlackierung passt, dass du vielleicht die Firmenlackierung ein bisschen anpassen musst. Ja. Dass du halt einfach mega geil mit so einem blauen Auflieger mal durch die Gegend fahren könntest. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das zum Laufen kriege. Ich habe auch bei YouTube jetzt noch kein Infovideo gefunden darüber. Muss ich dann mal gucken. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber so viel halt. Wieso, die sind doch genauso wie bei anderen LKWs. Nee, der Scania, der bremst sofort. Der braucht ewig, bis er steht. So. Ja, okay, ich habe auch 20 Tonnen hinten dran.
Ja, das schiebt ein bisschen. Ja, mit dem... Ja, der ist auch vernünftig. Sieht doch am besten aus. Nur schade, dass sie halt den keine Mittelblende da haben. Also ich meine, nicht Mittelblende, wie heißt denn das da? Zwischen der Lenkachse und der ersten Achse da. Ach so, du meinst die Verkleidung. Ja, ja. Die Verkleidung, genau, ja. Wie beim Mercedes, beim Longchassis. Weil die alle, die das Longchassis haben, da funktioniert das ja. Aber bei... Tja. Ja. Bei den kurzen gibt's das nicht. Nee. Ist halt irgendwie doof. Mein Bildschirm wird einfach schwarz. Oh. Ey. Du hast auch einen Spaß jetzt, ey. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mein Samsung-Bildschirm, den ich hier habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile am Alter liegt. Also der ist ja noch gar nicht alt. Der ist mal vielleicht 2 Jahre alt. Aber manchmal geht der einfach wieder einfach schwarz. Für so eine Sekunde oder so. Das ist wie, als du einen Sekundenschlaf hast. Okay. Und dann kommt das natürlich auch nicht auf einer geraden Strecke. Nee, das kommt jedes Mal mitten in der Kurve oder sonst irgendwie. Und dann kannst du ja nichts machen. Du kannst ja hier nicht einfach auf Escape drücken. Dann musst du erst anhalten. Aber ich habe die Leitplanke nicht berührt. Ich habe die Kurve gut weitergezogen. Fahren wir hier 100, ne? Oh, können wir ruhig. Kommen welche? Ja, die stehen. Die stehen. Toki! Erdogan und Tour. Wie kommt denn das, dass du jetzt wieder den Volvo fährst? Einfach nur so. Der hat auch schon ein paar Kilometer drauf, 20.000. Ah, okay. Ah, da bin ich erst immer gefahren, den Dings, und dann kam aber das DLC raus von Scania, jetzt weiß Scania. Ah. Sollen sie mal für den Volvo auch noch rausbringen. Auf jeden Fall, ich hoffe es. Ich hoffe es echt. Würde ich auch vielleicht auch wieder den Volvo fahren. Öfters. Also ich bin auf diesem Account, den ich jetzt hier von ETS habe, bin ich jetzt glaube ich 215.000 Kilometer insgesamt gefahren in dem Spiel. Auf diesem Account. Und mit dem LKW hier bin ich davon 209.000 gefahren. Also ich bin nur 6.000 Kilometer fremd gefahren. Seht von Anfang an den LKW hier. Ist gerade einfach mein Headset ausgegangen. Die habe ich die ganze Zeit gehört. Echt? Man hätte es aber ausgegangen. Ja. Ja, das spinnt ein bisschen rum, wenn das im Ladekabel ist. Ah, okay. Egal. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Und Kühe am Straßenrand. Gestern bin ich mit, noch mit Marcel gestern Nacht gefahren und da sind wir da an so einem Sonnenblumenfeld vorbeikommen. Ich sag so, da hatte ich keinen Sprit mehr. Da sagte ich, ah, ich presse mir hier gleich aus den Sonnenblumen einfach das Öl raus. Sagt er, was, wo sind hier Sonnenblumen? Ich so, rechts neben uns. So, hä? Ich habe hier nur eine gelbe Fläche. In seiner Minecraft-Grafik ist das ja auch kein Wunder. Richtig. Und dann fragt er, stehen die denn bei dir? So, ja klar. So, keine Ahnung, in 2-3 Metern Höhe. Achso, bei mir liegen die alle am Boden. So tanken? Nö. Ja, ich hab voll getankt. Ja, ich auch, ich hab den Calais voll getankt. Kreisverkehr. Kann ich nicht rüberfahren. Aber fast rüber. Ist ja auch erlaubt. Oh, scheiße. Bin ich ans Mikro gekommen,
Muss man sich erst dran gewöhnen. Ja. Ja, der guckt irgendwie so eine Klemme, wo das Mikrofon eingeklemmt ist. Von dem Halter. Die steht hier ein bisschen nach vorne ab und da bin ich jetzt, wo ich jetzt schnell da durch den Kreis bin, ich mit den Händen da dran hängen geblieben. Ein bisschen weiter nach hinten gemacht, ja. Ach, sind wir gleich schon da. Mhm. Schön durch die dänische Landschaft. Nochmal ein bisschen in der Außenansicht fahren hier. Wenn ich jetzt in der Außenansicht fahre, das ist immer so anders. Ich bin früher immer nur in der Außenansicht gefahren. Oh. Aber hatte ich jetzt Multiplayer gespielt, bin ich eigentlich nur noch Innenansicht. Oh. Das ist dann schon irgendwie komisch so zu lenken. Wie schnell bist du? Ich komme immer näher. Ja, ich fahre 100, ne? Einfach 105. Ja, selbst schuld. Ah, da ist der Haken. Und Fahrradfahrer. Ja. Finde das mal lustig, die fahren immer hin und her. Ja, hier komme ich, Marcel sieht sowas nicht. Geil, wenn jetzt so ein Zug hier links neben uns langfahren würde. Ja. Und Blitzer, moin. Ich muss in einen Containerhafen. In Esberg. Echt? Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Müssen wir jetzt hier abbiegeln. Es wird auch schon wieder Nacht. Ne, es wird ja morgen. Ich wollte gerade sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird dunkler. Hm. Jetzt sind wir ja gleich echt schon da. Muss ja ruckzuck. Eieiei. Ist da bei dir hinten das Haus rosa? Ja. Okay, ich dachte gerade, das wäre ein Grafikpack gewesen. Zu dem rosanen Haus hin. Echt? Ja. Ach, dann komme ich einfach mal mit. Folgt dir erstmal. Das Lenkrad, weil das hier so uneben ist. Bin ich auch noch nie lang gefahren. Sieht aber cool aus hier. Ja. Sogar so eine. Über so ein Feldweg. So ein Feldweg zu fahren hier. Ja, das gibt's cool. Nur in Deutschland, aber. Die German Freight Logistik, die liefert überall hin. Wo hier einparken, ne? Jetzt müssen wir in den Hof reinfahren, ne? Ja. Hier war ich aber auch noch nicht. Ich auch nicht, ist alles Neuland für mich. Geht auch nicht so. Das ist dann nur ein bisschen Sand. Oh geil, wie das so ein bisschen Staub so in den Spiegel guckt. Ist ja voll geil hier. Ja, ich weiß, wie man hier einfahrt. Ah ja, Marcel wird jetzt erst eine Runde fahren oder irgendwie so ein Kram, ne? Ja, ja, mach ich auch. Wo musst du denn einparken? Direkt hier vorne. Vorne rechts. Ach da, neben der Güllegrube. Naja. Versuche auch gerade zu stehen, dass mein Lenker nicht so laut ist. Oh, das macht nichts. Aber echt eine schöne Hausfarbe, die sich hier ausgesucht haben. Dieses lila, rosa, pink Gedöns. Ist ja pottenhässlich. Ja, das ist bestimmt eine Frau. Ja. Sogar mit warmen Blinker wohl. Mhm. Die Arbeiter stehen hier alle, die machen alle nix. Die chillen hier, der eine sitzt da, der eine steht da auf den Holzkisten.
Sieht das schön aus, ey. Beide den gleichen LKW, gleichen Auflieger. ICC-Maschine. Sieht schon schön aus. Oh, hier kommt noch einer. Echt? Nur 700 Meter. Rodenax. Aber ich glaube, der fährt bestimmt wieder auf der Straße lang. Hübsch. Ah ja, ausgezeichnet. Perfekt. Ach, dann darfst du jetzt. Wir haben ja auch nicht mehr viel. Noch 92 Kilometer. Mal einen Spiegel anmachen, sonst nehme ich dir gleich den Pfeiler mit. Oh, ich nicht. Ich fahre ohne Spiegel. Stoppt jetzt seine Karre ein. Ah, das ist ein bisschen unfair, dass ich jetzt deinen Staub sozusagen nicht sehe. Ja, ah, ich glaube, dann wird das hier auch wieder serverlastige Probleme geben. Oh, das stimmt. Gleich wieder eine Waschanlage fahren hier. Das fehlt auch noch, wenn hier so ein Dreckigkeitsskript hier mit eingebaut wäre, ne? Wie beim LS17 wird es das ja auch geben. Ja, der kommt ja jetzt auch diesen Monat raus. Ja, ich habe ihn schon vorbestellt. Richtig, weil ist das gleiche wie LS15, ne? Ja. Nur halt ein, zwei andere Trecker. Ja, ich habe auch, kennst du Cattle and Crops? Das wird ja das neue Landwirtschafts-, also das wird für Giants, ich denke mal, die größte Konkurrenz überhaupt sein. Musst du dir mal angucken, kommt jetzt wieder ein neues Video raus. Ich habe bei Kickstarter, das ist ja, weiß nicht, ob du die Plattform kennst, habe ich die erstmal unterstützt, die Firma. Jetzt ein 2-Jahres-Pass, wenn die Version 1.0 rauskommt, kann bei der Alpha Early Access mitmachen und da habe ich jetzt überall Zugangsdaten schon. Und das ist halt mit dynamischem Boden, wenn es regnet, hast du Pfützen auf dem Acker, der Trecker kann sich festfahren und das wird halt richtig Konkurrenz. Das wird richtig, richtig gut. Musst du ja gleich mal ein Video. Ich schicke dir gleich mal den Link von dem Trailer, der gestern rauskam, mit 3 Minuten. Oh. Das ist richtig. Ist noch in der Alpha, der Trailer, der da rauskam. Das Spiel kommt im März nächsten Jahres. Und ja, ich bin da auch voll von begeistert. Ich verfolge das Projekt schon über ein Jahr. Und deswegen habe ich jetzt unterstützt. Und ja, ich krieg alle DLCs, die in den ersten 2 Jahren rauskommen, ich krieg das Spiel kostenlos und da lohnt sich das, also das, was ich jetzt investiert habe, das habe ich da quasi damit schon wieder raus. Naja, und die sind unabhängig, die haben jetzt keinen Publisher oder sowas, wo der denen dann irgendeinen Termin aufdrückt, hier, ihr müsst das Spiel fertig machen, zack, zack, zack. Die bringt's raus, wenn's fertig ist, ne? Genau, die bringt's raus, wenn's fertig ist und dafür brauchen sie halt auch ein bisschen Geld, damit sie sich halt finanzieren können, ne? Weil im Moment nehmen sie ja nichts ein, das ist ein neues Studio. Ja. Freue mich schon echt drauf. Aber wenn du sagst so, das wird richtig Konkurrenz. Ja. Gerade weil bei LS15 und so weiter musst du ja die ganzen Bots installieren, damit du dich festfahren kannst und. Ja, genau. Und dann kommt ein Update, dann funktionieren die ganzen Mods wieder nicht und. Und bei Keller und Crops wird auch mit Steam Workshop funktionieren. Das heißt also, alle Mods, die du da hast, die werden auch im Spiel funktionieren. Ja. Man muss da keine großen komplizierten Installationen erst durchführen und so einen Scheiß. Oh, ich kann schon die ersten Hafenkräne sehen. Ja, ich auch. Ich war ja auch noch nie im Containerhafen. Ich habe ja auch noch nie was hingeliefert nach Esberg.
Ich bin hier eigentlich immer nur, um die Fähre rüber zu fahren. Oh, ich war hier schon mal, ne? Aber wo jetzt hingeliefert habe ich auch noch nichts. Auch hier in den Hafen noch nichts. Hier fährt ein Autokreiser. Ach, ist ja einfach. Das ist ja das einfachste Abladen überhaupt. Nee, oder? So, stehe. So. Zack. Das war jetzt ja easy. Das ist echt easy. Ja. Aber eigentlich macht man das ja nicht. Ja. Plan zu, ne? Nee, eigentlich machst du es mit dem Container. Außer die nehmen natürlich jetzt den ganzen Aufleger und packen den auf den Zug, ne? Das geht ja, das, auch. Das stimmt auch. Aber das wird ja im Hafen eher wenig Sinn machen. Oh, pack du mal neben mir. Sehr schön. Ja, meine lieben Freunde, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, drückt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denne. Tschüss.